Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Snackbaden-Kanal und wie immer heißt natürlich Wedding Weekend hier mit den Snackbaden. Worum geht's heute? Bei uns ist Frühlingsfest und wir haben uns einen Stand organisiert vom Frühlingsfest. Schaut mal hier, Ware mit den Privatautos im Parkhaus drin. Jetzt wird ausgeladen und dann aufgebaut und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Wie immer haben wir fleißige Helfer dabei. Ne, ihr kennt ja schon von den Videos hier meinen Cousin, ne, mein Schatzi, Snackkönigin, Snackpatin und der Mike, unser Großhändler für Army-Artikel und außergewöhnliche Artikel. Hoppala, jetzt ist die Hälfte kaputt. Okay, jetzt muss ich kurz helfen. Jetzt schaut euch das mal an. Da wird unser Stand gleich aufgebaut. Guckt mal hier. Ein Wagen, zwei Wagen, drei Wagen, Vollgas. Okay, da kann ich mal. Oh, der bringt mich um. Okay, also bringen wir es mal dahin. Wenn wir da nicht auffallen in dieser Stadt, weiß ich auch nicht weiter. Ne? Danach wird nur von Snackpate und Mike Markgraf geredet. Da lacht er. Der Fahrstuhl ist komplett besetzt von uns. Bin mal gespannt, wie wir uns. Hoppala. Der Rücken da. Jemand hat gedrückt auf jeden Fall. So, jetzt sind wir da. Ich dachte, oh mein Gott, die haben uns erwischt. Auf geht die Party. So, und hinter mir seht ihr, wo wir hin müssen. Da ganz hinten ist unser Laden. Da müssen wir jetzt hin. Endlich angekommen am Zielort. Können wir da hinten aufbauen. Ne? Hier ist unser Kiosk. Kennt ihr vielleicht aus den Videos. Und da bauen wir nämlich jetzt hier unser Stand auf. So, nächste Hilfe ist gekommen, nachdem die Arbeit erledigt ist. Sehr schön. Ja, was sollen wir sagen? Unser Laden hier steht. Es ist einfach ein voller Erfolg. Und uns haben sehr, sehr, sehr viele Produkte gefehlt. Aber da sage ich noch einmal hier Dankeschön an Mike. Sein Online-Shop kommt bald online. Ne, bis jetzt, also wenn ihr den Kontakt haben wollt, dann einfach im Discord schreiben oder uns halt in TikTok schreiben oder Instagram oder eine E-Mail schicken oder. Ne, Linktree, da sind alle Links einfach schon mal drin. Ne, dann kriegt ihr den Kontakt von ihm, dann kriegt ihr auch gleichzeitig seinen Katalog mit Preise und allem drum und dran, extra Snackpartepreise, ne, falls jemand Interesse hat. So, da wird schon mit Geld herumgeschmissen. Das geht mal sofort zu viel. Ne, jetzt, was wir jetzt noch machen, wir hängen hier jetzt eine richtig geniale amerikanische Flagge hin, das alle gleich erkennen. Hier gibt es Ami-Produkte. Es ist schon spät und wie ihr seht hier, es ist ein totaler Erfolg, was wir hier haben. Es ist, wenn ich auf die Uhr gucke, ich darf es nicht sagen, weil so lange dürfen wir gar nicht verkaufen wahrscheinlich. Aber es geht gleich weiter mit morgen früh, weil da holen wir unseren nächsten Autoautomaten ab. Und da gibt es eine Besonderheit. Wir haben einen Diebstahlschutz mitbestellt. Was ganz Neues auf dem Markt, das präsentiere ich dann. Na, wir bauen das dann hin, dann den Automaten drauf. Bis gleich. Ein neuer Tag, ein neues Glück bricht dann. Wir sind auf der Fahrt, unseren nächsten Autoautomaten abzuholen. Ganz komischer Übergang, ne? Von gestern Abend voll die Action-Party, das ganz kurz geschlafen, jetzt wieder alles aufgebaut, gestern Nacht noch alles abgebaut, den ganzen Stand. Jetzt war ich gerade dort aufbauen wieder und jetzt endlich, knapp 13 Uhr, fahren wir zu den Hohenloher Verkaufsautomaten und holen unseren nächsten Automaten ab. Da gibt es eine Besonderheit, wir haben einen Diebstahlschutz, was gebaut wurde und jetzt dann wahrscheinlich in Serie produziert werden soll. Haben wir gleich mitgekauft. Das erkläre ich euch gleich, wenn wir es aufbauen und das ganze Zeug abholen. Ne? Natürlich zu meiner Rechten, meine Hilfe, mein Cousin hier, Sergio. Kennt ihr aus den anderen Videos? Natürlich. Er ist der Profi im Aufbau. Wenn ihr ihn buchen wollt, schreibt mir eine E-Mail. Wir sind angekommen. Da steht das gute Ding. Wir werden jetzt gleich eingeladen. Hier ist gerade keiner da, also nehmen wir einfach alles mit. Hallo! Da kommt jemand. Falls ihr mal sehen wollt, was hier abgeht, schaut mal da. Produktion pur. Ne? Egal ob jetzt hier Kaffeemaschinen, schaut mal, Getränkeautomaten, Snackautomaten, alles gerammelt voll. Also, ihr seid bald dran, alle die bestellt haben und nicht mehr darauf warten können, die kommen jetzt bald, die werden jetzt ausgeliefert, nach und nach alle Automaten. Unser Automat ist drin, wird befestigt, schön war's, das heißt mal wieder Abschied nehmen. Wir waren mal wieder zu Besuch hier. Haben ein paar tolle Sachen gesehen, wir müssen noch ein paar Spiralen aussuchen, die wir mitnehmen für unsere amerikanischen Artikel. Und dann geht's zurück, weil wir haben immer noch unser Frühlingsfest, da müssen wir weitermachen. Nonstop, ganze Wochenende durch, Automaten aufstellen, parallel, befüllen, parallel. Einfach extrem, aber es macht richtig Spaß. Ne? Jetzt machen wir es öffentlich, wir sind an unserem Standort. Den Automat kennt ihr ja, es ist zwar ein bisschen lauter hier, aber es liegt daran, dass dauerhaft Betrieb ist. Schaut mal her.
Ja, Clean Park Moosbach, willkommen. Da oben seht ihr den Mann. Mein Cousin, der macht immer die schlimmste Arbeit. Der ist da hochgeklettert über den Bauzaun da hoch. Wir haben zwar eine Leiter mitgenommen, aber die war leider zu kurz. Jetzt muss er mir mal das Kabel reichen und der Automat kommt genau hier vorne hin. Ja, genau an der Straße. Da drüben ist ein Dönerladen. Bist da hoch? Achtung, wo ist er? Da ist er. So, sollen wir es aufnehmen, wie er runterfliegt? Nach Todesangst, der Beweis, er hat es überlebt, er ist unten. Ja, was ich sagen wollte, vielleicht wisst ihr es noch, da vorne hat man an dem Fahrradgeschäft einen Deal, dass wir da unseren Automaten hinstellen. Dann hat er gemeint, nein, ich will so viel dafür und so weiter, wollten wir nicht. Ja, was hat er gemacht? Er hat es in einen anderen Automaten hingestellt und wir, ja, oder bestellt, wie auch immer. Und wir sind aber schon da. Ein paar Monate im Voraus, weil es gibt ja lange Lieferzeiten. Also, ein Versuch war es ja wert, er wollte nicht arbeiten, also machen wir unser eigenes Ding, so wie immer. Jetzt sind wir hier am Clean Park in Moosbach, Dönerladen hier, Shisha-Bar dahinten. Hier komplett Schulweg von zwei weiterführenden Schulen. Ne, einmal Ludwig-Erhard-Schule, Wirtschaftsschule und dann noch Gymnasien und. Zum Schwimmbad läuft man hier entlang. Einfach der geilste Platz in Moosbach. Bereue es. Wir sind da. Wie vorhin erwähnt, kommt unsere neue Diebstahlsicherung damit dazu. Ich gehe mal runter, damit ihr seht. Seht ihr, das hier ist so ein Rahmen. Richtig genial. Bis zu 9 Schrauben können wir da reinhauen. Ne, und ausgleichen mit so lange 7 cm Schrauben. Der kommt plan einfach auf den Bettensockel oder hier zum Beispiel eine Pflaster, weil bei 9 Schrauben ist es sicherer. Ja, und dann haben wir da so lange Schrauben dabei. Seht ihr das? Lange Schrauben dabei. Und die kommen anstelle von den Füßen von dem Automaten reingeschraubt, reingeführt in diese ganzen Führungen. Das sieht man so schön hier. Ja, vielleicht sieht man das. Achtung. Hier. Da kommt es rein und dann wird es dagegen gekantet oder gekontert. Und dann können wir das nämlich hochdrehen. Am Ende ist es ganz einfach, wenn das Ding fest ist, muss nicht mal im Wasser stehen, weil das machen wir mit der Schraube, dann geht es noch viel schneller und einfacher. Dann kommt hier vorne die Blende ab, die Frontblende, die kommt ab und dann fahren wir mit dem Hubwagen, mit dem Automaten einfach da rein, mit den 4 Schrauben hier, wird dann richtig verkantet, festgemacht und kann man dann natürlich erstmal ausgleichen, dann steht er hundertprozentig im Wasser und wir haben nicht mehr den Stress bei Gefälle wie hier zum Beispiel. Aber das ist noch nicht alles. Schaut mal her. Was für ein Überhängeschloss da ist, sieht man das? Und was für ein Oschi da dran hängt. Das Ganze programmiert mit einem Rielda-Schloss. Seht ihr das hier? Rielda-Schloss, da war ein Profi am Werk. Das kriegt man nicht so einfach auf. Also ihr könnt darüber reden und sagen, was ihr wollt. Jeder, der das kommentiert und das aufkriegt, den will ich mal sehen. Einmal hier, Vorhängeschloss. Dann haben wir hier natürlich den Überhängeschloss. Und dann hinten dran kommt nochmal das normale Schloss. Ne? Also das ist eine richtige Aktion. Da bis einer da fertig ist, mal aufmachen. Auch wenn er hier aufbrechen will, geht es ja nicht, weil hier das Schloss da ist. Ne? Dann wird er schon lange erwischt. Okay, nächste Schritte. Wir machen die Palette, die Transportsicherung ab jetzt. Tun dann die Schrauben rein, die Gewindeschrauben für die Halterung da, weil die ist jetzt festgeschraubt am Boden. Und dann machen wir vorne die Blende ab. Wir warten nur noch auf Werkzeug, weil da ist Spezialwerkzeug nötig. Ne? Haben wir gerade bestellt. Und dann fahren wir mit dem Automaten von vorne da rein und gleichen den aus mit der Wasserwaage und dann geht es wieder weiter. Falls ihr das irgendwann macht, ne, wir tun zuerst hier die Schrauben erst da rein, ne, und dann tun wir es erstmal hier ausrichten mit der Wasserwaage, nivellieren und dann erst in den Automaten rein, dass wir danach nicht mehr so viel Arbeit haben, den ganzen Automaten zu heben, machen wir es schon im Vorfeld. So, hier kann man das nun schön sehen. Wir sind hier in die Führung rein mit den ganzen Schrauben. Bei allen 4, auch da drüben. Ja, und jetzt können wir hier das Ganze regeln. Über die Schraube hier unten rein raus schrauben. Dann geht hier die Scheibe mit hoch. Hier dagegen kontern. Und dann das Ganze ins Wasser. Und schon ist das perfekt, das Thema. Die Idee mit der Bodenhalterung, die ist natürlich super. Aber 7 cm ausgleichen, also ich weiß nicht, mit welchen Tests sie das versucht haben. Aber mehr wie 3 cm geht nicht, erstens. Ja. Also ist was Gutes auf jeden Fall. Der Automat steht stabil, der ist fest mit den Kontermuttern, da sage ich gar nichts. Ne? Das Problem ist aber nur, schaut mal her, die Seitenblenden, die passen dann halt nicht mehr. Ne? Einmal die Seitenblenden passen nicht mehr, die Frontblende passt nicht mehr. Aber ich musste sie drauf machen, sonst hätten wir hier viel zu großen Abstand, da würde den Finger reinpassen und dann spielen die Leute ja herum. Ne? Und deswegen mussten wir das so einstellen. Auf jeden Fall, was gut ist, ist natürlich hier das Schloss da vorne, ganz klar. Das Teil hier kriegt man nicht so schnell auf. Aber jetzt, ob ich die Halterung wieder nehmen würde, weiß ich nicht. Wenn es ein bisschen gerader ist, dann wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber ist ja natürlich auch ein stolzer Preis. Ne?
Wenn ihr Interesse habt an so einem Ding, natürlich könnt ihr schreiben. Dann unten in die Kommentare und dann wird. Und wie ihr seht, es wird langsam wieder dunkel, der Tag ist vorbei. Der Automat steht, ist befüllt, Wechselgeld drin. Den ersten Umsatz haben wir sogar schon drin. Da kam einer beim Befüllen, hat sich dann was geholt. Zwar nur Pombeeren und mein Vater ein Red Bull. Kabel ist nach oben verlegt, da kommt keiner dran. Das passt. Langer Tag, jetzt geht's weiter mit dem Fest. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Snackparty. Macht's gut. Ciao, ciao.